Unser nächster Gast schenkt mir persönlich heute auch ein schönes Wiedersehen. Denn immer wenn ich dieser jungen Frau zuhöre, setzen sich die Puzzleteile in meinem Kopf zu einem schöneren Weltbild zusammen. Und eine ihrer Hauptbotschaften ist es, alles zu hinterfragen und unermüdlich nach der Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit über uns selbst, die Wahrheit über unsere Herkunft, die Wahrheit über unsere Aufgabe. Wie wir bewusst Frieden schaffen. Herzlich willkommen und einen großen Applaus für die Botschafterin der neuen Zeit, Christina von Dreien. Das ist die Nicola. Genau. Und wir hatten gerade vorhin überlegt, wie wir mich eigentlich vorstellen. Na, Nicola. Nicola, genau. Und ich bin die, wir haben gefunden, Managerin? Nee, geht gar nicht. Also es ist einfach so, ich bin die, die im 3D alles passend macht für Christina Buntrum. Und ich möchte ganz kurz... Ich möchte nur ganz kurz sagen, für die, die es noch nicht kennen, ich sitze hier neben Christina, weil das ihre Arbeit erleichtert. Sie freut sich und sie wünscht sich das, dass jemand neben ihr sitzt, in diesem Fall bin ich das, um die Energie zu halten. Und ich bitte die Technik, mich jetzt total aus dem Bild zu nehmen. Ich bin eigentlich gar nicht vorhanden. Okay, alle mich ausblenden bitte. Ah ja, und dann war das ja noch so... Wir sind ja wirklich in sehr außergewöhnlichen und sehr bewegten Zeiten jetzt gerade. Und ich wollte noch sagen, Christina mag es auch immer gerne, wenn sie eine Brücke hat, um, das ist wie ein Schlitten anschieben. So. Und wenn er mal läuft, dann läuft er. Und, ja, wir hatten gerade gesagt, also Christina erinnert die Menschen und uns immer wieder so, so toll dran, wo eigentlich unsere eigene Kraft liegt und unsere, ja, innerste Kraft. Und das ist Christinas Botschaft. Und Christina wollte heute mit diesem Thema beginnen. Magst du uns was dazu sagen, Christina? Also das, was wir ja wirklich sind, das ist ja das, was schlussendlich auch dafür sorgen wird, dass diese ganze Geschichte dann auch gut rauskommt. Also, dass es für uns etwas Schönes wird, weil das, was wir wirklich sind, das ist ja Liebe. Also unsere Seele, die ist ja Liebe. Und das Einzige, was uns davon trennt, wenn wir denken, wir fühlen das nicht und wir haben da keinen Zugang, dann ist es einfach das, dass wir Glaubenssätze haben und Vorstellungen, die das verhindern. Und wir identifizieren uns dann mehr mit diesen Glaubenssätzen als mit dem, was wir wirklich sind. Das, was wir wirklich sind, das sind wir ja immer. Also das kann nicht sich irgendwie in Luft auflösen. Und das hatten wir auch immer bei uns. Nur wir merken das nicht immer. Aber nicht, weil wir es nicht sind, sondern weil wir
etwas haben, was uns blockiert, dass wir das nicht mehr wahrnehmen können. Und gerade wenn wir hier auf der Erde inkarnieren, dann haben wir nur schon durch unsere Zellen haben wir lauter Glaubenssätze und Programme, die von unseren Ahnen dann geerbt. Und nur schon dann werden wir alle ein bisschen seltsam. Und darum sind wir alle, jeder von uns, der hier ist, also ich genauso, ich bin genauso beschränkt wie der Rest der Menschheit. Also wir werden alle ein bisschen seltsam, so sobald wir hier sind. Nur schon von den Dingen, die wir mitbekommen von unseren Vorfahren. Und das können auch gute Dinge sein oder solche, die uns blockieren. Und wenn wir Dinge haben, die uns blockieren, die wir übernommen haben, dann ist das Gute daran, dass wir die auch wieder auflösen können. Und zuerst müssen wir dafür wissen, dass die überhaupt da sind und welche das sind. Und dann können wir uns überlegen, was wir stattdessen möchten. Und wir müssen nicht alle Glaubenssätze auflösen, die wir haben. Es gibt solche, die sind gut. Und es gibt auch solche, die sind für einen bestimmten Zeitraum gut. Und dann irgendwann ändert sich eine Situation, irgendwas. Und dann merken wir, dass der Glaubenssatz, den wir zuvor, also der zuvor für uns gut war, dass der dann uns in der neuen Situation blockiert. Und sobald wir das wissen, können wir es ja ändern. Und wenn wir das bei uns selber ändern, dann hat das immer eine Wirkung auf alles. Also das geht zum einen in unsere Familienlinie und dort ist das dann als Möglichkeit für die anderen auch drin. Und zum anderen geht das auch ins kollektive Feld. Also sobald wir hier inkarnieren, dann sind wir ja mit diesem kollektiven Feld verbunden. In dem sind alle Menschen miteinander verbunden. Und immer wenn wir was denken oder fühlen, wenn wir irgendwas machen, dann geht diese Information, die geht dann in dieses kollektive Feld. Und dort ist die für jeden Menschen zugänglich. Das ist dann wie eine Möglichkeit. Und wenn viele Menschen das Gleiche tun,
oder das gleiche denken, dann wird auch diese Möglichkeit größer. Und dann können auch andere Menschen, die diese Idee noch nicht hatten, die können dann darauf besser zugreifen. Und vielleicht kommt uns dann eine Idee zu etwas und wir denken dann, die Idee kommt von uns, aber dabei hat die Idee schon jemand anders gedacht und der hat das einfach unbewusst aufgenommen und hat dann gedacht, ihm kam das in den Sinn. Wenn wir einen Glaubenssatz haben und wir wissen, wie wir den umändern wollen, dann geht das ja nur über Wiederholung. Der alte Glaubenssatz, der ist ja wahrscheinlich auch durch Wiederholung entstanden. Und wenn wir einen neuen möchten, dann müssen wir den auch immer und immer wieder denken. Und zuerst ist das dann eine Theorie. Also wir denken das dann zwar, aber wir fühlen uns dann nicht so. Und je mehr wir das denken, desto mehr werden wir das irgendwann auch fühlen können. Weil das muss ja durch unsere Energie, also durch all unsere Schichten durch. Und darum brauchen wir ja Wiederholung. Und darum sind auch die Dinge, die ich zum Beispiel erzähle, die sind ja überhaupt nicht neu, weil wir Wiederholung brauchen. Würden wir davon ausgehen, dass solche Dinge, also nicht nur das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern also wenn es normal wäre, dass wir in einer wachen Gesellschaft leben würden, dann müssten wir ja gar keine Seminare besuchen. Weil dann wäre es ja irgendwie einfach so. Aber weil wir halt alle seltsam werden, wenn wir hierher kommen, brauchen wir das. Und wenn wir was haben, wo wir einen neuen Glaubenssatz oder einfach was, wo wir uns immer wieder daran erinnern wollen, dann können wir uns auch selber diese Erinnerungen auch selber machen. Also ich schreibe mir dann Zettel und klebe die irgendwo hin, wo ich dann sicher draufschauen muss. Zum Beispiel an eine Tür. Und dann lese ich das und dann kommt mir das wieder in den Sinn. Und egal wie viele Glaubenssätze wir haben, die uns blockieren, das ändert nichts an dem, was wir wirklich sind. Wir fühlen uns dann einfach getrennt, aber wir sind es nicht wirklich. Und wenn wir
diese Inkarnation wieder verlassen und unsere Seele wieder in ihrem geistigen Zuhause ist, dann können wir das auch wieder mehr fühlen, weil wir dann weniger in diesen Strukturen sind. Also der eine Grund, warum wir alle diese Wiederholung brauchen, ist also der, dass wir einfach diese Glaubenssätze haben und die einen, die kommen von unseren Ahnen, die anderen aus früheren Leben, die wir dann mitgebracht haben, und andere haben wir uns selber zugelegt während dieser Inkarnation. Das ist ja alles der eine Grund. Und der andere Grund ist halt, dass wir in diesem System, in dem wir hier gerade leben, das war ja gar nie darauf ausgerichtet, dass wir uns erinnern und aufwachen. Man schaut ja die ganze Zeit, dass wir in diesem Schlafzustand gehalten wird. Wenn in den Zeitungen und im Fernsehen was kommen würde, was stimmen würde und zeigen würde, was für positive Dinge es auf der Welt gibt, und man uns auch die Dinge, die man halt bewusst von der Bevölkerung auch fernhält, wenn man die Dinge rausgeben würde, dann würde sich ja unser Bewusstsein schon verändern, weil wir einfach andere Informationen bekommen. Und unsere Schwingung wäre dann eine andere. Unsere Schwingung und unser Bewusstsein, die hängen ja zusammen. Und die werden ja von verschiedenen Dingen auch beeinflusst. Und eines von den Dingen ist eben, was wir hören und was wir anschauen. Und das macht ja etwas mit unseren Gedanken. Und was wir denken, das macht dann Gefühle. Und das verändert dann ja unsere Schwingung. Jeder Mensch, der bewusster wird, der gibt ja diese Information, also diese Bewusstheit, die gibt er auch ins kollektive Feld. Und das bedeutet, dass dort dann das kollektive Feld dann auch wieder mehr Bewusstsein hat. Und so haben wir ja eine Auswirkung auf alle. Wir Menschen sind nicht zu klein, um irgendwas zu bewirken. Das wird uns nur gesagt, damit wir uns klein fühlen. Und wenn wir uns klein fühlen, dann werden wir uns auch so verhalten. Weil unsere Gefühle, die entscheiden ja, wie wir handeln. Und unsere Gedanken. Aber wenn etwas eine Theorie ist, da müssen wir uns mehr anstrengen, nach dieser Theorie zu handeln,
als wenn wir etwas fühlen können. Darum ist es für uns einfacher, dass wir die alten Glaubenssätze denken und nicht die neuen. Wenn wir eine heile Welt wollen, eine schöne Welt, dann müssen wir ja bei uns beginnen. Menschen müssen ja aus sich heraus eine heile Welt wollen. Jeder Mensch, der bewusster wird, der ist ja wichtig in diesem Prozess. Und ganz viele Menschen zusammen erschaffen ja was Großes. Die ganze Geschichte und die ganzen Dinge, die gerade auf der Welt passieren, die nicht gut sind. Die sind ja nicht einfach zufälligerweise mal so entstanden. Also auch mit dieser Geschichte, wo man jetzt überall hört. Und wegen dem wir so verteilt sitzen. Die ist ja nicht entstanden, weil das jetzt zufälligerweise so passiert ist, sondern das wurde ja geplant. Es wurden auch noch andere Dinge geplant. Aber das gehört halt dazu. Also das ist kein Zufall. Und also wenn wir von Aufwachen reden und unser Bewusstsein erhöhen, dann bedeutet das für mich, dass man durch die Illusionen durchschaut. Also, dass wir durch die Illusionen schauen von dem, was wir denken, was wir sind. Weil wir sind in Wahrheit ja Liebe. Unsere Seele, die ist Liebe. Und wenn wir uns nicht so fühlen, dann ist das zwar verständlich, weil eben wir werden alle seltsam, wenn wir hier sind. Aber es ist nicht das, was wir wirklich sind. Liebe ist das, was wir wirklich sind. Und alle anderen Glaubenssätze, die wir haben und die uns blockieren und dafür sorgen, dass wir das nicht fühlen können, die sind nicht das, was wir wirklich sind. Und wenn wir aufwachen, dann geht es darum, dass wir herausfinden, wer wir wirklich sind. Und es geht auch darum, dass wir herausfinden, wie die Welt, in der wir leben, wie die wirklich ist. Und die ist halt nicht so, wie man das so in der Zeitung lesen kann. Also ist es wichtig, dass wir wissen, dass das nicht zufällig einfach gerade so ist. Da stehen ja Pläne und Gründe dahinter, warum das so ist
Nur man sagt das den Menschen nicht, dass das geplant worden ist. Man sagt schon gar nicht von wem und auch nicht warum. Und zwar aus dem Grund, weil die, die das planen, die wissen genau, dass sie selber gar keine Macht haben. Es sind die beseelten Menschen, die die Macht haben, hier auf der Welt was zu verändern. Weil wir haben eine Schöpferkraft. Unsere Seele hat eine Schöpferkraft und wir sind unsere Seele. Mit ein paar Schichten darum herum, aber wir sind immer noch unsere Seele. Und das heißt, wir haben diese Schöpferkraft. Wir können Dinge manifestieren. Unsere Gefühle manifestieren Umstände in unserem Leben. Und die Strukturen, die Leute und die Wesen, die zum Beispiel diese Geschichte geplant haben und jetzt da so umsetzen, die wissen, dass sie selber keine Schöpferkraft haben, weil sie haben keine Seele mehr. Darum sind sie auch nicht mehr mit der Liebe verbunden. Und nur darum können die das ja überhaupt so machen. Und weil die keine Schöpferkraft haben, müssen die ja was anderes tun. Weil sie wollen ja etwas Bestimmtes hier auf der Erde manifestieren. Und dafür nutzen sie dann die Menschen. Weil wir haben eine Schöpferkraft. Und darum will man den Menschen ja auch so viel Angst machen. Weil die wissen, nur wenn wir Angst haben, sind wir manipulierbar. Gut, wir können auch aus Unwissenheit manipuliert werden, aber wir sind viel einfacher manipulierbar, wenn wir Angst haben. Und dann können wir auch nicht mehr klar denken. Und wir fühlen auch die Verbindung zu unserem höheren Selbst nicht mehr. Wir hören unsere Intuition dann nicht mehr. Und wenn wir die Führung in uns selbst nicht mehr haben, dann suchen wir nach einer anderen und finden die dann bei irgendwas. Das ist ja auch bei jedem anders. Aber was ich damit sagen will, kurz zusammengefasst, diese Geschichte, die gibt es nur, weil wir daran glauben und mitmachen. Wenn wir nicht auf die Angst einsteigen würden und wieder klar im Kopf wären und nicht nur einer oder zehn, sondern viele, dann würde die ganze Geschichte und all die Pläne, die damit in Verbindung stehen, die würden gar nicht funktionieren. Darum liegt bei uns die Macht. Es ist egal, was für Vorstellungen und Pläne irgendwelche unlichten Strukturen haben. Wenn wir nicht mitmachen, dann können die gar nichts. Weil bei uns ist die Schöpferkraft. Und sie brauchen unsere Emotionen, um ihre Dinge zu manifestieren. Und es gibt viele Menschen, die können aus gewissen Gründen nicht aus ihrer Angst raus. Es gibt Menschen, die sind
ständig in Angst. Und die merken das dann gar nicht mehr. Die haben das Gefühl, das sei normal. Und andere, die wissen, dass sie Angst haben, aber aus irgendeinem Grund können sie da nicht rausgehen. Und darum ist es ja so wichtig, dass die Menschen, die keine Angst haben, dass die also möglichst auch so bleiben. Und wenn sie mal in die Angst gehen, dass sie da wieder raus können. Es ist nicht schlimm, wenn wir mal Angst haben. Wir haben so viele Einflüsse. Da sollten wir auch nachsichtig mit uns sein. Ein bisschen seltsam sind wir alle. Und gerade wenn wir mit vielen Menschen zusammen sind, die selber Angst haben, dann kann das irgendwann abfärben. Oder wenn wir zwar keine Angst haben und auch die Wahrheit hinter der ganzen Sache sehen, aber dann bei einer Arbeitsstelle sind, wo wir jeden Tag hingehen und die dort alle das Gefühl haben, wir sind verrückt. Und dann setzen die einem natürlich unter Druck. Und ich glaube, das haben ja jetzt auch viele Menschen, dass sie eine andere Einstellung haben und mit dieser Einstellung aber Probleme haben. Und da kann man sich einfach immer wieder daran erinnern, an das, was man wirklich ist. Weil das, was wir wirklich sind, das hat auch keine Angst. Wenn wir uns vorstellen, dass wir Licht sind, also wenn wir wirklich dieses Bild haben, wie unser Körper Licht ist, und unser ganzes Energiefeld, und wir uns also mit dem verbinden, was wir wirklich sind, dann muss die Angst weniger werden. Weil Licht hat keine Angst. Und wenn wir an etwas denken und das hat keine Angst, dann können wir nicht ewig Angst fühlen. Weil unsere Gefühle, die sind ja mit unseren Gedanken verbunden. Und wenn wir nur an Dinge denken, die keine Angst haben, dann muss unsere Angst weniger werden. Und dass wir uns einen Ausgleich suchen und merken, dass es ganz viel Schönes auf der Welt gibt, wir sind ja hier in der Dualität und das heißt, egal wie viel Schlimmes wir sehen, es muss irgendwo auf der Welt genau gleich viel Gutes haben. Und nach dem können wir suchen. Aber wir sehen das nur, wenn wir das sehen wollen. Unser Bewusstsein ist ja ein Filter. Also wir nehmen nie alles wahr. Und irgendwie ist das auch gut, weil sonst wären wir ja überfordert. Mit all den Dingen, die man
ja hören könnte. Aber weil unser Bewusstsein ein Filter ist, kann uns das auch einschränken. Und dieser Filter, der wird aus unseren Glaubenssätzen, aus den Vorstellungen, die wir haben, egal ob uns die bewusst sind oder nicht, so wird der gebildet und mit dem laufen wir dann rum. Und wenn wir natürlich den Glaubenssatz oder einfach die Überzeugung haben, dass man zum Beispiel bei einem bestimmten Thema mit Sicherheit gar nichts Gutes finden kann, dann wird das für uns auch so sein. Weil wir ja gar nicht die Offenheit haben, dass wir das zulassen können. Es gibt ja Menschen, die also eines der positiven Dinge, die diese ganze Geschichte und alles, was da noch folgen soll, an sich hat, ist ja, dass mehr Menschen aufwachen. Und so wahrscheinlich auch Menschen aufgewacht sind, die ohne diese Dinge gar nicht in dem Jahr aufgewacht wären. Also das ist was Positives an der Sache. Und je mehr Bewusstsein wir im kollektiven Feld haben, desto besser. Weil das, was im kollektiven Feld ist, das ist ja unser kollektives Bewusstsein. Und das bestimmt dann auch, ob gewisse Dinge überhaupt passieren oder gar nicht passieren. Und wenn wir dort mehr Bewusstsein möchten, dann geht das, indem wir selber und andere aufwachen. Und das ist ja ein Prozess, so Schritt für Schritt. Und die Menschen, die eben nicht in der Angst sind, die noch Hoffnung haben und Zuversicht, Liebe, die halten wie auch das Licht hier auf der Erde. Und solange es Licht hier auf der Erde gibt, wird am Ende auch alles gut kommen. Weil die Liebe, die können wir ja nicht aufhalten. Man kann die Liebe verzögern, aber man kann sie nicht aufhalten. Und wir sind ja Liebe. Mit ein paar Schichten drumherum. Aber wie schon gesagt, das ändert ja nichts an dem, was wir wirklich sind. Und wenn wir eine heile Welt wollen,
Wenn wir uns dafür entscheiden, dann wird das auch so kommen, weil bei uns liegt die Schöpferkraft. Nicht bei denen, die gerade der Meinung sind, sie könnten die Welt übernehmen. Die sind einfach größenwahnsinnig und darum denken die das. Und das kann länger gehen oder schneller. Aber dass am Ende alles gut wird, das ist sicher so. Und wir entscheiden mit, wie das bis dahin wird. Es gibt Situationen, die kann man... Also, es gibt keine Situation, die man nicht ändern kann. Die Frage ist einfach, was man dafür braucht. Und es gibt Situationen, die sind groß und komplex. Da braucht es nicht einen Menschen oder zwei oder 10 oder 100, sondern ganz, 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 ganz viele. Und die Geschichte ist halt eine solche Situation. Weil aber viele noch schlafen und das dann halt dafür sorgt, dass das gerade so ist, wie es ist, gibt es Dinge, die wir halt gerade nicht ändern können. Und wenn wir etwas nicht ändern können, dann können wir nur das Beste daraus machen. Wir wissen ja alle nicht, wie lange das Ganze noch geht und wie sich das entwickelt. Und für Menschen, die jeden Tag unter Druck sind, ist das ja eigentlich ganz schrecklich. Weil wenn wir wissen, in 2 Wochen ist das nicht mehr, dann können wir anders damit umgehen, als wenn wir keine Ahnung haben, wie lang das noch geht. Und darum können wir nur das Beste daraus machen. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern, warum wir hier sind. Dass wir unserem Leben einen Sinn geben. Also wenn ich jetzt eine Arbeitsstelle hätte, in der ich unter Druck bin, weil alle, die sonst dort arbeiten, das Gefühl haben, ich sei verrückt und das geht so nicht, dann würde ich mir vorstellen, dass ich mir dann einfach sage, diese Situation, die gefällt mir zwar gerade nicht, aber das Gute daran ist, dass ich irgendwo Licht reinbringen kann. Und das macht vielleicht gewisse Dinge nicht besser oder irgendwie schon. Ja, also gewisse Dinge ändern sich dann vielleicht dadurch nicht, aber man hat eine andere Einstellung. Und das ist das Einzige, was wir dann tun können. Unsere Einstellung ändern. Und uns mit Menschen vernetzen, die auch so denken wie wir. Auch so ein Tag wie heute, den kann man ja nicht nur nutzen, dass man jemandem zuhört, der auf einer Bühne steht, sondern dass man sich auch mit den Menschen vernetzt, die im Raum da sind.
Weil man kann ja davon ausgehen, dass in der Regel die meisten Menschen, die an solchen Veranstaltungen sind, die ja ähnlich denken. Also das ist auch eine Chance. Und wir wissen dann, dass wir nicht alleine sind. Und wenn wir wissen, dass wir nicht alleine sind und dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die das Licht halten, dann wissen wir auch, dass am Ende alles gut wird. Weil wir sind nicht aus Zufall hier. Und alles, was wir tun, das lohnt sich. Manchmal haben wir das Gefühl früher und manchmal später, aber nichts ist umsonst. Und diese Situation jetzt, auch wenn sie schwierig ist für viele und die Situation auch von Strukturen gemacht wurde, die es nicht gut mit uns meinen, aber es hat trotzdem viel Positives in sich. Und wenn wir das Licht halten und unsere Hoffnung nicht verlieren, wir leben jetzt schon einige Zeit mit dem. Es hat uns auch nicht umgebracht. Also wird uns die Zukunft auch nicht umbringen. Und dass wir uns mit Menschen vernetzen, die so denken wie wir, dass wir das Licht halten, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Dass wir einfach aufwachen, dass wir merken, was wir selber wirklich sind. Und dass wir aber auch merken, was in der Welt wirklich los ist. Weil die Strukturen, die die ganze Sache hier planen, die können das nur machen, weil wir unwissend sind. Wenn die meisten Menschen das wissen würden, dann wäre das ja gar nicht möglich. Darum steht es ja eben nicht in der Zeitung. Und es gibt ja viele Menschen, die wissen das schon. Und andere eben nicht. Und weil ich ja nie weiß, wer im Publikum sitzt, sage ich das so, weil gerade in der jetzigen Zeit ist das wichtig. Wir müssen die Wahrheit wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, damit wir eine bessere Entscheidung fällen können. Dass wir uns entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wir können nur über etwas entscheiden, was wir auch kennen. Und wenn jemand keine Entscheidung macht, dann ist das auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung für das, was schon da ist. Wir haben ja Hilfe von Lichtwesen, von positiven Außerirdischen, und trotzdem liegt der Hauptpunkt bei uns Menschen. Also die können uns nicht einfach so retten. Weil es geht um unser kollektives Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein entscheidet auch, wie die Lichtkräfte uns helfen können.
Und die Lichtkräfte, die können uns auch nur helfen, wenn wir sagen, wir wollen etwas Bestimmtes nicht. Sie können ja nicht unseren freien Willen einfach übergehen. Also können sie uns nur entscheiden, wenn wir uns erstens selber entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und zweitens sie auch um Hilfe bitten. Und auch wenn die Situation gerade für viele Menschen kompliziert ist, wir wissen ja alle nicht, was die Lichtkräfte schon verhindert haben. Das Ganze wäre jetzt schon schlimmer, wenn wir keine Hilfe hätten. Und diese Hilfe, die ist aber nur möglich, weil wir bewusster werden. Wir können uns auch daran erinnern, dass das, was wir jetzt haben, dass das nur eine Phase ist. Das Einzige, was immer sein wird, ist die Liebe. Und alles andere, das wird irgendwann wieder gehen. Das kann natürlich eine längere Phase sein oder eine kürzere, aber es kann nicht für die Ewigkeit bleiben. Und das Wichtige ist einfach, dass wir Gedanken finden, die uns helfen, dass wir den Mut nicht verlieren. Wir sind ja alle mehr als nur unser physischer Körper. Eigentlich ist das der kleinste Teil von uns. Wir haben ja noch ganz viele Energiekörper und die sind nicht physisch. Und auch im Universum, auch wenn es viele physische Planeten gibt, das ist trotzdem nur der allerkleinste Teil. Das meiste sind, das meiste ist feinstofflich. Und wir denken immer, dass das Physische den größten Teil der Realität ausmacht, aber eigentlich ist es der kleinste Teil. Also das Ziel von der ganzen Geschichte und dem, was da noch folgen soll, darüber kann man recherchieren. Also das ist zugänglich. Aber der, also das Endziel ist ja, dass wir eine entseelte Gesellschaft haben. Also, dass wir keine Liebe mehr haben, keine Menschlichkeit. Und darum
sollten wir das Gegenteil machen. Dass wir uns nicht zu sehr in die Angst ziehen lassen, sondern bei dem bleiben, was wir wirklich sind. Wir sind Liebe und Liebe ist das Einzige, was heilt, was vollständig heilen kann. Und wenn wir diesen Planeten heilen möchten, dann geht das nur mit Liebe. Weil die Zustände, die wir hier haben, die nicht gut sind, die sind nur da, weil es einen Liebesmangel gibt. Und dann würde ich sagen, dass wir, ja. Ich komme mir gerade vor wie in der Schule früher. Christina, du hast ein so bezauberndes Lächeln. Ich hätte noch so 2, 3 Fragen. Ist das für dich okay? Wenn alles eine Verzögerung ist im Moment, so ein bisschen, ne, dass diese Kräfte, von denen du sprichst, hier eingreifen, damit wir als Menschen, als inkarnierte Liebe, nicht aufwachen. Ist das deswegen so, weil wir kurz vorm Aufwachen waren? Dass jetzt diese Maßnahmen so heftig sind? Also aus meiner Sicht, aber das ist meine Sicht, das ist, ich habe bei weitem nicht einen Durchblick. Aber aus meiner Sicht, also ich denke, das ist so halb-halb. Also zum einen, ja, damit die Schwingung und das Bewusstsein möglichst unten bleibt. Und zum anderen ist das aus meiner Sicht so, dass diese Strukturen, die das gerade machen, dass die das so oder so eingeplant hatten. Nur durch unser Bewusstsein können wir diese Pläne, schauen, dass die nicht aufgehen. Wenn du von Plänen sprichst, sprichst du immer von der Seite des Unlichts oder sprichst du auch von der Seite des, ich sag jetzt mal, des Lichts, des Guten? Weil wenn die eine Seite einen Plan hat, ist es doch eigentlich im großen Ganzen ein Plan von beiden Seiten, um bestimmte Dinge in den Prozess zu bekommen. Also wenn ich jetzt von Plänen gesprochen habe, dann habe ich immer die vom Unlicht gemeint. Aber es ist natürlich schon so, dass auch das Licht ihre Pläne hat, nur dass die eben auf Freiheit und Liebe beruhen. Die Erde, die, also so wie das jetzt auf der Erde ist, auch mit all dem Vergessen. Das war ja ganz, ganz, ganz ursprünglich, war das ja mit der Erde so nicht vorgesehen. Und da ging halt irgendwas ziemlich schief. Und darum sind wir jetzt hier gelandet, wo wir sind. Und natürlich wollen die Kräfte, die beseelt sind, möchte natürlich das Paradies, was mal gewesen war, auch wieder herstellen. Was ging denn schief, wenn ich jetzt nur mal dich frage, was deine Wahrnehmung ist? Ja, also ehrlich gesagt, so ganz verstehe ich das auch nicht. Ich denke aber, dass es nicht etwas war, sondern dass das eine
Kettenreaktion war. Und als es mal so weit war, dass die Menschheit vergessen hat und ihr Bewusstsein zuging, dann, naja, dann hat man ja gesehen, wie das rauskam. Weil wenn Wesen keine Verbindung mehr haben zu ihrer inneren Führung und zu dem, was sie wirklich sind, dann suchen sie ja automatisch einen Ersatz. Weil sie haben dann unbewusst dieses Wissen, dass sie etwas vergessen haben. Aber weil sie ja so vergessen haben, dass sie vergessen haben, wissen sie das nicht mehr und dann suchen sie halt zum Beispiel im System nach einem Halt und dann sind sie halt dort wie gefangen drin. Du hast mal in einem Video gesagt, wir kommen alle oder viel von woanders her. Kann man davon ausgehen, dass eigentlich jeder Einzelne von uns von irgendeinem Planeten kommt? Nehmen wir nur mal an, es wäre so. Das ist jetzt meine Theorie. Ja? Dann wäre ich von Solaris und du von Stellaris. Dann hätte jeder einen Auftrag hier. Und wir könnten uns gar nicht in der Gemeinschaft wirklich zu 100% wiedererkennen, sondern dass wirklich jeder hierher gesandt ist, um ein ganz bestimmtes Feld mit Licht zu durchströmen. Ja, also jeder Mensch, der nur schon wer etwas Gutes will und aufwacht, der ist ja hier, um das Licht zu verankern. Und jeder hat seine eigene Position, wo er das auch macht. In seiner Schwingungsebene oder in seinem Bereich. Also geht es gar nicht wirklich 100% darum, die Frage zu stellen, ja, wer bin ich, wo komme ich her? Es reicht zu wissen, dass sobald ich wahrnehme und Liebe fühlen kann, dass es darum geht, wirklich Licht hier zu verankern und es zu halten, in jedem Augenblick. Also die Frage, wer bin ich, finde ich schon wichtig, weil die meisten Menschen ja viele Vorstellungen haben, was sie sind, nur eben nicht Liebe. Aber woher man kommt, also ich finde das nicht sehr wichtig, dass man weiß, von welchem Planeten man kommt. Ich denke, wir haben alle verschiedene Inkarnationen auf verschiedenen Planeten und ganz, ganz ursprünglich, da kommen wir alle aus derselben göttlichen Quelle. Du sagst, die Liebe ist nicht aufzuhalten. Man kann sie verzögern. Das heißt, wir sind alle eigentlich schon wieder heimgekehrt in der Zukunft, die ja jetzt ist, und sind eigentlich schon da, nur dass wir uns gerade erinnern. Das Licht hat feinstofflich gewonnen, ja. Dann ist ja alles halb so wild. Naja, sagen wir so, also, dass am Ende alles gut kommt, das ist für mich klar. Aber die Frage ist nur, was bis dahin passiert. Und je nachdem, was da halt passiert, kann das schon ziemlich verrückt sein. Ich musste vorhin kurz daran denken, es gibt ja viele, ja, ich sag mal Weisheitslehrer, die gesagt haben, dass solange Menschen im Hunger sind, im Mangel sind, also auch im Krieg sind, wirklich im echten Krieg, dass sie dann auch nicht wirklich ins Bewusstsein so aufschalten können, weil sie mit der Existenzgrundlage, um überhaupt zu überleben, beschäftigt sind. Das heißt, in der zivilisierteren Welt, jetzt in der moderneren, wo es nicht mehr so viel Armut in der Form gibt, wo die Menschen alles bekommen haben und alles schon leben, ist natürlich das Potenzial des Erwachens jetzt erst deshalb so groß, weil wir diesen Mangel nicht mehr haben. Aber wir könnten jederzeit wieder reinstürzen
durch Krieg zum Beispiel. Ja. Und wir würden das ganze Spiel von vorne beginnen. Naja, ganz von vorne nicht. Es gibt immer Menschen, die noch was halten können. Ich glaube nicht, dass wir nochmals so auf 0,0% zurückgehen. Aber nur schon mit dem, was es muss nicht mal Krieg sein. Es muss nicht mal sein, dass wir zu wenig zu essen haben. Es reicht, wenn wir Angst haben. Also mit der jetzigen Geschichte, da sind so viele Menschen in Angst. Und das reicht, dass wir in einem Überlebensmodus sind. Und das sorgt automatisch dafür, dass wir uns geistig gar nicht mehr verbinden können mit dem, was wir wirklich sind. Und ja, also ich sehe das schon auch so, ja. Aber es reicht, wenn wir Angst haben, egal durch was. Und darum wird ja auch diese Angst bewusst gemacht. Im Grunde ist es jetzt wirklich, jeder darf wirklich jetzt in sich hineinschauen und sich daran erinnern, dass er Liebe ist. Christina, ich danke dir so sehr. Und ich glaube, jeder Einzelne, der hier in dem Saal sitzt, auch. Herzlichen Dank. Ein Satz zum Schluss. Nee, einen noch. Willst du noch eine Sache sagen, Nö, ne? Wir sind fertig, oder? Ja. Fertig? Ja. Ich habe abgeschrieben. Ja. Eine Frage, natürlich. Eine einzige Frage dürfen wir noch machen. Ja. Und sonst wiederhole ich die Frage einfach, das geht ja auch. Ja? Ja. Ich kann doch kurz, komm, ich renne mal, jeder Gang macht schlank. Also eine Frage schaffen wir. So. Dann fange ich nochmal an. Vielen Dank, dass Sie die Frage erlauben. Sie haben vorhin gesagt, das Projekt Erde war anders geplant. Und jetzt sind wir da, wo wir eben sind. Und hinter das gesamte Universum ist ja, Kurt Tepperwein sagt, ein Gedanke Gottes. Wie kann Gott oder das Bewusstsein oder die Allmacht oder die Allkraft überhaupt einen Fehler machen? Das heißt, haben wir eine völlig falsche Vorstellung von dem Bewusstsein oder von Gott oder von kosmischer Energie? Ist Gott am Ende viel menschlicher, als wir glauben? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann überhaupt ein Fehler passieren? Auf der einen Seite haben wir die Naturgesetze, die die Wissenschaft sagt, die gelten überall und seitdem das Universum entstanden ist. Und auf der anderen Seite passieren solche Fehler. Vor 65 Millionen Jahren ist südlich von Mexiko ein Meteor eingeschlagen und ich bin in einer Minute fertig. Und hat 95% aller Lebewesen auf diesem Planeten auf einen Schlag niedergemetzelt. Also ist da auch ein Fehler gewesen, das heißt, ist die Evolution in die falsche Richtung gegangen und dann hat man eben die Handbremse gezogen. Das heißt, passieren solche gravierenden Fehler, die eben extreme Auswirkungen auf uns haben, viel öfter als wir glauben? Also das mit dem Meteorit, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber das mit der Erde, das nicht so geplant war. Also meine Ansicht, ob die stimmt, das weiß auch niemand. Aber meine Ansicht ist halt die, dass als die Erde noch in diesem
schönen Zustand war, da gab es ja viele verschiedene, auch Außerirdische. Und die hatten ja alle einen gewissen Einfluss auf die Erde. Und die hatten alle einen freien Willen. Und meine Theorie ist, weil wir haben ja auch alle einen freien Willen. Und wenn jetzt eine Seele sagt, aus welchen Gründen auch immer, sie möchte irgendwo inkarnieren, wo es Armut gibt, dann wird ihr das erlaubt. Ich will damit nicht sagen, dass man Armut, dass man das behalten soll. Aber wenn es im Universum Umstände gibt, dann ist es den Seelen auch erlaubt, diese Umstände für ihre eigene Weiterentwicklung zu nutzen. Und wenn es aus bestimmten Gründen so kommt, dass es irgendwo Armut gibt und jemand sagt, aus den und den Gründen bringt mir das was, dann wird ihm erlaubt, dass er dort inkarnieren kann, weil er aus sich heraus sagt, aus den und den Gründen wäre das für mich wichtig. Und bei der Erde jetzt, als es diese verschiedenen Einflüsse gab, ist meine Theorie, dass es da Einflüsse gab, die außerirdisch waren und die Menschheit, die damals auf der Erde gelebt hat, so unterwandert und manipuliert hat, also eigentlich ja ähnlich wie heute, dass die alle nicht mal klar im Kopf waren und sich für was entschieden haben, was dafür sorgte, dass wir in dieses Vergessen gingen. Und weil aber dann im Kollektiv diese Entscheidung da war, dass man das will, dass dann die höchste göttliche Instanz gesagt hat, okay, dann lassen wir das, weil die wahrscheinlich schon gesehen hat, was an Gutem sich schlussendlich daraus entwickelt. Aber das ist nur die Theorie, die für mich Sinn ergeben würde, dass sich die Menschheit für was anderes entschieden hat, wegen Einflüsse, die von einem anderen Planeten kamen. Aber eben, ich weiß das so mit Sicherheit nicht. Das ist nur das, wie ich mir das vorstellen kann, weil was anderes kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Darum habe ich gesagt, ich verstehe es auch nicht ganz, wie man von damals nach heute kam. Weil das ist ein sehr großer Unterschied. Aber es gibt manchmal wirklich Situationen, in denen viele verschiedene Faktoren zusammenspielen und die dann etwas anderes ergeben, als man wollte. Weil der freie Wille, der ist ja nicht nur in dieser Dimension. Und da kann so vieles zusammenkommen. Das ist für mich das, wie ich das sehe. Fertig. Wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Fertig. 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 Ja. Fertig. Durchatmen und ja, dann magst du kurz noch sitzen bleiben oder möchtest du so schon von der Bühne oder zur Seite, wie ist es dir lieb? Wir machen jetzt die Verabschiedung von unserem Kongress. Ich würde sagen, wir stehen jetzt erstmal auf. Oder? Ja, dann verabschiede ich mich auch. Ja.